Wusste ich's doch. Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst hier bei Google in der Schweiz. Und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Hangouts, wo jeder dazukommen kann, Fragen stellen kann, wo wir die aktuellen Probleme ein bisschen besprechen können. Sind einige Fragen schon eingereicht? Aber wenn einer von euch möchte, könnt ihr gerne schon mal loslegen. Da springe ich doch gerne mal sofort rein. Ich hatte die Frage auch tatsächlich gestellt YouTube, war das YouTube? Weiß ich jetzt nicht, wo ich es gestellt habe. Also ich habe den Post eben auch nochmal in den Chat gelegt, diese französische Google-Blog-Ankündigung von gestern, das wegen der europäischen Rechte. Ja. Bisschen Hintergrundgeräusch. Ich schalte mal die anderen auf Stumm. Ja. Wozu hättest du da eine Frage? Auf Deutsch übersetzt, wir zeigen dann eure Snippets nicht mehr an demnächst in Frankreich. Kann auch sein, dass es in Deutschland ausrollt. Und außer die Publisher sagen ganz konkret, ja, Google, ihr sollt das unsere Snippets weiterhin zeigen. Und es wurde daraufhin verwiesen auf diesen anderen Post von gestern, der neue Meta-Robots-Auszeichnung ankündigt. Aber ich habe da jetzt nicht gefunden, drin steht, hallo, ich bin Publisher und ich möchte, Google bitte meine Snippets darstellt. Oder habe ich da was übersehen? Ja. Tatsächlich ist es so, dass wenn man als, ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Name ist, als European Press Publisher quasi markiert ist, dann ist es so, dass wir standardmäßig für die Suchergebnisse für Benutzer in Frankreich, wo jetzt das neue Gesetz in Kraft getreten ist oder getreten wird, dass wir da keine Text-Snippets anzeigen und, glaube ich, auch keine Bilder-Vorschau anzeigen. Außer man gibt explizit an, dass man das haben möchte. Wie gibt man das denn explizit an? Das kann man mit dem Max-Snippet, Robots Meta-Tag, machen, indem dass man da entweder angibt, wie viele Buchstaben man als Text-Snippet haben möchte, maximal, oder dass man einfach -1 angibt und sagt, macht das quasi wie vorher. Und ebenso kann man das für die Bilder, dass man bei den Bildern Max Image Preview heißt es, glaube ich, das auf Standard setzt und dann ist es an für sich auch so die Standard-Bildvorschau wieder normal verfügbar. Ich höre dich ganz schlecht, David. Verstehe ich fast nichts. Okay, ich komme später nochmal rein. Okay. Super. Okay. Irgendwelche anderen Fragen vielleicht zum Starten? Ja, ich wollte noch mal. Kann ich? Ja. Ja. Ich höre mich, glaube ich, doppelt, oder? Nein, jetzt geht's. Okay, ich wollte noch mal anschließen an diese letzte Frage vom letzten Hangout, weil wir ja du konntest nicht mehr antworten. Es geht um dieses Core-Update im März. Ihr hattet ja ein großes Update gehabt und wir haben unheimlich an Sichtbarkeit verloren. Jetzt habe ich fast 4 Monate nichts mehr gemacht und komischerweise sind wir jetzt besser als damals im März. Deswegen meine Frage, diese Core-Updates, wie funktionieren diese Core-Updates? Also wird dann praktisch einmal alle Positionen werden dann auf Reset gestellt und dann kann sich eine Webseite nochmal neu entwickeln oder wie funktioniert das dann konkret? Es ist nicht so, dass wir da neu anfangen, aber die Ranking-Algorithmen werden ja regelmäßig angepasst und manchmal wird das vielleicht ein bisschen zu stark in eine Richtung angepasst und dann entsprechend wieder korrigiert im Laufe der Zeit. Und vielleicht ist sowas Ähnliches, was du jetzt da siehst. Es ist nicht unbedingt, dass wir die Website dann quasi auf Null oder einen Standardwert zurücksetzen, sondern es ist einfach, die Algorithmen werden weiterentwickelt und es kann durchaus sein, dass mit einem Algorithmus, dass man da vielleicht ein bisschen schlechter wegkommt und dann beim nächsten kommt man wieder ein bisschen besser weg.
Meistens ist das ein Zeichen, dass unsere Algorithmen dann nicht hundertprozentig sicher sind, wie sie diese Website einstufen sollen. Was man da versuchen kann, ist einfach in die Richtung gehen, dass man sagt, gut, ich arbeite hart dran, dass quasi alle Algorithmen sowieso sehen, dass meine Website sehr gut ist in diesem Bereich. Aber das macht ihr wahrscheinlich sowieso, oder? Das ist ja nicht so, dass ehrlich gesagt habe ich nichts gemacht. Also ich habe wirklich 4 Monate nichts gemacht und es ging seit März eigentlich langsam, aber kontinuierlich nach oben. Also keine großen Schwankungen. Deswegen denke ich vielleicht, okay, ihr probiert immer wieder ein paar Suchwörter aus, ob die jetzt für unsere Website funktionieren und dann, ja, dann reguliert sich das irgendwie wieder von der Position her, weil du hattest irgendwann mal gesagt, dass Google auch versucht zu erkennen, ob dieser Content vielleicht besser ist für auf Dauer halt. Ihr versucht ja irgendwie auf Dauer auch irgendwas zu machen. Oder nicht? Also, dass da irgendwelche, ja, wie gesagt, 4 Monate nichts gemacht. Und ja, das kann schon sein, dass sich das verändert im Laufe der Zeit. Also, es sind ja auch einige Core-Updates, glaube ich, gewesen seit März. Von dem her ist es sicher nicht so, dass wir mit jedem größeren Update alles zurückstellen. Okay. Ach so, ich dachte, es war jetzt nur ein großes damals im März und seitdem kommen nur so kleine irgendwie. Nein, nein, das sind regelmäßig größere Updates. Und ich meine, manche Websites sehen halt die Effekte ein bisschen mehr als andere. Deswegen sieht man dann manchmal, dass da gewisse Websites sich melden und sagen, ah, bei mir ist irgendwie alles durcheinander jetzt. Und solchen Feedback schauen die Teams dann auch an, um ein bisschen festzustellen, quasi müssen wir dann in dem Bereich wieder etwas anpassen oder ist es eigentlich so gewollt? Ist das vielleicht absichtlich so, dass die Algorithmen das ein bisschen strenger anschauen? Okay, ja, alles klar. Danke. Okay, dann springen wir vielleicht mal zu den Fragen rein. Und wenn ihr dazu irgendwelche Kommentare oder weitere Fragen habt, einfach nur loslegen. Und da geht es dann gleich weiter mit dem Update. Nachdem vor kurzem speziell Seiten aus dem medizinischen Bereich, hart von einem Update betroffen waren, frage ich mich, ob es Guidelines oder einen Leitfaden für besondere Bereiche gibt, an die ihr gewisse oder auch gehobene Ansprüche stellt. Wir haben nicht in der Art, sag ich mal, Webmaster-Guidelines, wo wir sagen würden, so und so müsst ihr das machen. Was am ehesten in die Richtung geht, ist unser Quality Raters Guide. Es ist so, das Quality Rater Team schaut regelmäßig Experimente an, die unsere Entwickler machen, wo sie zum Teil, sag ich mal, Ranking-Veränderungen machen oder vielleicht den Benutzerinterface von den Suchergebnissen ein bisschen anpassen. Und dann bekommen die Quality Raters jeweils mehrere Suchergebnisseiten zum Anschauen und die vergleichen dann, welches dieser beiden ist besser und versuchen zu erklären, warum sie jetzt diese Suchergebnisseiten besser oder schlechter finden. Und die Quality Rater Guidelines sind Informationen, die wir diesen Quality Raters geben, damit sie das ein bisschen in der Hinsicht anschauen, wie wir das eigentlich angeschaut haben möchten, dass man da ein bisschen mehr auf den Hintergrund schaut, dass man vielleicht die Art der Suchanfragen anschaut, solche Sachen. Und inzwischen sind die, glaube ich, fast 200 Seiten lang. Aber jedes Mal, wenn wir ein Update machen, versuchen wir das auch zu veröffentlichen. Und das sind Sachen, die dann auch von, sag ich mal, den SEO-Bloggers angeschaut werden und regelmäßig auch mal, sag ich mal, beschrieben werden oder die Änderungen beschrieben werden, worauf man achten kann in solchen Fällen. Und es ist nicht so, dass die Quality Raters die Rankings direkt bestimmen, sondern sie helfen uns einfach, die Algorithmen ein bisschen zu verfeinern, dass wir da die richtigen Algorithmen finden. Und dementsprechend ist das etwas, was man dann vielleicht, sag ich mal, sehr indirekt in Suchergebnissen auch sehen würde. Und ich denke, gerade in speziellen Bereichen, wie jetzt im medizinischen Bereich, macht es sicher Sinn, dass man die Quality Rater Guidelines auch mal anschaut und überlegt, wie passt meine Website diesbezüglich dazu. Und manchmal findet man Sachen, die man denkt, ja, das ist ja logisch, das habe ich alles schon vor langer Zeit gemacht. Manchmal sieht man da Sachen, wo man denkt, ah,
das ist vielleicht etwas, was wir verbessern könnten. Und da denke ich, macht es schon Sinn, dass man das ab und zu mal anschaut. Eine kurze Frage, sollte man im Title Tag auch bei etablierten Brands den Markennamen und oder die URL noch explizit unterbringen oder kann man beziehungsweise sollte man sich das eher sparen und den Platz im Title Tag mehr für beschreibende Titel verwenden? Man kann beides machen. Es ist so, dass unsere Algorithmen in den meisten Fällen versuchen sie auch, den Namen der Website irgendwie im Link, den wir in den Suchergebniszeiten bringen, auch irgendwie unterzubringen. Das heißt, oft sieht man, dass wenn man einen langen Title Tag geschrieben hat, dass Google den ein bisschen kürzt und dann vielleicht noch den Markennamen oder den Domainnamen noch dazu nimmt, sodass Benutzer, wenn sie das anschauen, dass sie da gerade den Bezug haben. Von dem her kann es sein, dass wir das vielleicht für euch schon automatisch machen. Wenn es für euch wichtig ist, dann würde ich das vielleicht auch direkt einbinden. Ich denke, gerade bei etablierten Brands, wo der Benutzer nach diesem Markennamen, nach diesem Brandnamen suchen wird, macht es vielleicht Sinn, dass man das macht, dass man wirklich klar ist, das ist jetzt von dieser Brand. Dann eine längere Frage, ist das so von Google gewollt, dass sich andere Unternehmen in die organischen Rankings einkaufen, zum Beispiel mittels Advertorials und ähnlichen Seiten und dass dadurch die anderen Seiten quasi verdrängt werden? Ich denke, das ist, sag ich mal, ein größeres Thema, wo es schwierig ist, gezielt zu sagen, was man wie machen sollte. An und für sich ist es so, dass man natürlich als Webmaster oder als Publisher kann man seine Website auch anderen Firmen zur Verfügung stellen. Und das kann sein, dass man halt für andere Firmen auch Inhalte veröffentlicht. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wenn man das macht, ist man natürlich als Webmaster trotzdem für die eigene Website verantwortlich. Das heißt, wenn Google die Website anschaut und sieht, dass da insgesamt sind da gute Inhalte dabei, dann können wir sagen, gut, die Website ist an und für sich gut, wir können damit gut umgehen. Wenn wir die Website anschauen und da sehen wir an und für sich einen Mix von guten Inhalten und schlechteren Inhalten, dann wissen wir nicht genau, wie wir diese Website einstufen sollen. Und wenn die schlechteren Inhalte von anderen Leuten geschrieben werden, dann ist es aus unserer Sicht an und für sich egal, wo diese Inhalte herkommen. Wir sehen einfach, die Inhalte sind nicht so wahnsinnig toll. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Blog hat und Guestposts zulässt, dann ist es ja eigentlich auch ähnlich. Dann möchte man ja an und für sich darauf achten, dass die Inhalte, die man veröffentlicht, dass die der Qualität entsprechen, was man eigentlich sonst veröffentlichen würde. Von dem her ist es nicht so, dass wir sagen würden, man soll das so machen oder man kann das so machen, sondern es ist an und für sich der Website überlassen, welche Inhalte sie veröffentlichen möchte. Und es geht ja auch ähnlich in dem Bereich, sag ich mal, White-Label-Sites, wo man zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Coupon-Subdomain oder ein Unterverzeichnis noch dazu nimmt. Wenn man möchte, dass die Website dafür bekannt ist, dass sie so einen Mix von Inhalten hat, dass einige Sachen besonders gut sind und andere Sachen einfach nur eine Liste von Coupons sind, dann kann man das schon machen. Ob das längerfristig für die Website, sag ich mal, sinnvoll ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es kurzfristig sinnvoll und vielleicht ist das auch genug für die Websites. Von dem her ist es nicht so, dass wir da gezielt gegen solche, sag ich mal, Weiterverwendung von Webseiten vorgehen würden, sondern es ist wirklich den einzelnen Websites überlassen, wie sie das machen möchten, welche Inhalte sie veröffentlichen möchten, wie sie in den Suchergebnissen platziert werden möchten. Also wie sie halt sichtbar sind, für welche Inhalte. In den Google for Jobs Stellenanzeigen wird bei unserem Kunden immer noch das falsche Logo angezeigt, obwohl in strukturierten Daten ein Logo hinterlegt ist und bei Wikimedia die Infos und Logos hinterlegt sind. Was kann man da tun?
Weiß ich nicht. Am einfachsten ist es vielleicht, wenn du mir die Information mal zuschickst, dann kann ich das an das Team direkt weitergeben. Du kannst mir das zum Beispiel auf Twitter zuschicken oder sonst wie in einen Kommentar hier auf den YouTube-Fragen, die da eingereicht sind. Dann kann ich das mit dem Team mal hier anschauen und mal schauen, warum wir das nicht schneller aufnehmen. Ich weiß, gerade bei den Logos ist es so, dass wir die Veränderungen eher langsam verarbeiten, weil sie sich in der Regel auch eher langsam verändern. Wenn man natürlich verschiedene Logos hat für verschiedene Bereiche, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass unsere Systeme da ein bisschen verwirrt werden. Oder wenn man die Logos, sag ich mal, erst kürzlich verändert hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir erst eine Weile mit dem alten Logo weitergehen. Aber es klingt fast so, als ob das schon länger so bei euch drin ist. Und da würde ich gerne mal schauen, ob da irgendwie vielleicht was klemmt. Google scheint die Länge der Titles vor kurzem etwas eingekürzt zu haben. Welchen positiven Effekt verspricht ihr euch dadurch? Welchen positiven Effekt? Normalerweise testen wir all solche Veränderungen recht ausgiebig. Das heißt, einerseits eben mit diesen Quality Raters, andererseits normalerweise werden gerade solche UI-Änderungen werden recht ausgiebig auch in den Suchergebnissen getestet. Das heißt, man nimmt eine Gruppe von vielleicht, ich weiß nicht, 0,1% der Benutzer und probiert diese UI-Variante erstmal aus und dann versucht man festzustellen, ob diese Veränderung jetzt eigentlich besser war oder schlechter war. Und so testen unsere Teams manchmal kleine Farbvariationen, manchmal kleine Schriftgrößenvariationen und ich nehme an, dass es jetzt da bezogen auf irgendeine Schriftgrößenveränderung oder einen Schriftgrößentest, der vielleicht mal stattgefunden hat. Und von dem her ist es nicht so, dass wir sagen, wir verändern jetzt diese Schriftgröße, weil wir irgendwas gezielt, sag ich mal, einfach ändern wollen, sondern wir versuchen das effektiv zu testen mit Millionen von Benutzern und versuchen herauszufinden, ob das Sinn macht oder nicht. Und die meisten der Tests, die wir machen, die werden nie veröffentlicht oder die werden nie weitergezogen und effektiv umgesetzt. Es ist wirklich so, dass wir da, sag ich mal, ja, nur die Sachen weiterführen, die wirklich auch sinnvoll sind oder zumindest sinnvoll waren. Und solche Sachen können sich auch immer wieder ändern. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt, sag ich mal, die Schriftgröße ein bisschen größer machen und dann ein paar Jahre später merken wir, eigentlich hat sich das Ecosystem so weit verändert, dass jetzt eine kleinere Schriftgröße wieder besser wäre. Je nachdem, welche Geräte vielleicht verwendet werden, dann gehen wir halt wieder in eine andere Richtung. Es ist nicht so, dass das dauerhaft so bleiben wird. Ich habe Product Pages mit dem URL Inspection Tool geprüft und angeblich konnten die Bilder wegen der Robots Text nicht gecrawlt werden. In Search Console ist noch voll solcher Meldungen, aber dabei hat das betroffene CDN keine Robots-Text, keine X-Robots-Angaben. Kann es sein, dass wenn keine Robots-Text vorhanden ist, dass es zu Crawling-Problemen kommen kann? Nein. Wenn keine Robots-Text vorhanden ist, dann sehen wir das an, als ob wir eigentlich alles crawlen können. Das heißt, es wird nicht begrenzt. Was hingegen ein bisschen verwirrend ist, ist gerade im URL Inspection Tool, wenn man da Bilddateien explizit aufruft, dann kommt da, glaube ich, so eine Meldung, dass diese Datei nicht indexierbar ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Es kann sein, dass es das mit Robots Text anzeigt. Und das ist nicht ein Problem in dem Sinn, dass wir die Bilddateien nicht aufrufen können, sondern einfach, dass wir die Bilddateien so in der Websuche nicht zeigen würden. Das heißt, es ist keine Webseite und dementsprechend können wir die gar nicht groß weiterverarbeiten. Und ich glaube, intern wird das ähnlich wie ein Robots Text behandelt, damit diese Bilddateien einfach nicht in der normalen Websuche erscheinen. Die können natürlich trotzdem in der Bildersuche erscheinen, einfach nicht in der normalen Websuche. Und im URL Inspection Tool ist das ein bisschen verwirrend in dem Sinne und
da hoffe ich eigentlich, dass wir das mal hinkriegen, dass es ein bisschen klarer ist, dass wenn man nicht Webseiten aufruft, dass das keinen Sinn macht, mit diesem Tool das zu testen, weil die Sachen ja nicht für die Websuche geeignet wären. Okay. Johannes, wenn du erlaubst, die Frage kam von mir. Ja. Was ich dort prüfe, sind wirklich eine HTML-URL, und zwar die URL, die die Artikel, also die die Product Detail Page besitzt. Mhm. Und die Bilder, die er angeblich nicht crawlen kann wegen der Robots.txt, sind halt die Ressourcen der Product Detail Page. Okay. Und diese Ressourcen liegen auf einem klassischen CDN-Server. Mhm. Und auf dem CDN-Server ist keine Robots.txt vorhanden. Die Bilder sind auch ganz normal im Google Index. Mhm. Ab und an beschwert er sich nicht und ab und an beschwert er sich. Und das ist, wenn du manuell die Seiten testest? Auch manuell. Gut, den Fall hatte ich jetzt noch nicht, weil ich nicht 100 Stück teste, sondern nur stichprobenartig ein paar Stück. Und da hatte ich nur den Fall, dass er sich immer beschwert hat. Okay. Und da steht dann effektiv per Robots.txt gesperrt und nicht. Richtig. Ja. Okay. Ist schwierig zu sagen, ohne die URL genau anzuschauen. Was manchmal passiert mit einem CDN, ist, dass man die Bilder auf unterschiedlichen URLs hat oder dass die Bilder ein Art Redirect machen, um sag ich mal, vor Sicherheitsproblemen zu schützen. Und wenn eins von diesen beiden passiert, dann kann es sein, dass da eine Robots.txt-Datei dazukommt, die nicht direkt sichtbar ist. Oder wenn ich zum Beispiel eine Bilddatei habe, die von einem Domain zu einem anderen weitergeleitet wird und dann erst das Bild darstellt, dann nehmen wir natürlich die Robots.txt-Dateien von diesen beiden, also vom Ursprungs-URL und vom Ziel-URL. Und wenn wir beim Ziel-URL per Robots.txt blockiert werden, dann nehmen wir an, dass der ganze Request per Robots.txt blockiert ist. Je nachdem, wie die Bilder jetzt bei euch eingebunden sind und wie diese CDNs konfiguriert sind, könnte es sein, dass so etwas passiert. Aber ist schwierig zu sagen, ob das effektiv der Fall ist. Und wenn die Bilder normal in der Bildersuche indexiert sind, dann denke ich, macht das auch keinen Unterschied. Also es ist nicht unbedingt etwas, was man jetzt als kritisches Problem anschauen würde. Weil wir möchten natürlich schon die Bilder für das Rendering auch anschauen können, aber es ist nicht so, dass die Bilder kritisch sind für das Rendering. Das heißt, wenn die Seite normal gerendert werden kann, ohne dass die Bilder geladen werden, dann ist das für die Websuche ist das total okay. Für die Bildersuche müssen wir natürlich die Bilder auch crawlen können. Okay, danke schön. Ich schaue mir das nochmal wegen Stichwort Redirect an und kann ja als Kommentar die Antwort dann platzieren. Super, danke. Danke. Unser Kunde möchte wissen, wie er mit seiner international ausgerichteten Website unter der tld.com hinsichtlich Google Search Console am besten verfahren soll. Für die Ausrichtung auf Länder und Sprachen in den URLs benutzt er folgendes Schema, domain.com-global-en oder domain.com-united-kingdom-en und so weiter. Also nicht die ISO-Ländercodes. Aktuell hat er die Ausrichtung auf UK und FR, je eine eigene Search Console Property eingelegt. So wie ich dich beim letzten Hangout verstanden habe, ist das aber nur dann notwendig, wenn CC-TLDs verwendet werden. Das ist eigentlich umgekehrt. Das heißt, so wie das jetzt da eingerichtet ist, klingt eigentlich okay. Das heißt, bei CC-TLDs, das sind ja die länderspezifischen Top-Level-Domains, da wissen wir ja schon genau, welches Land dafür zuständig ist. Bei .com oder allgemein bei generischen Top-Level-Domains wissen wir die Länderzuordnung nicht. Und wenn man das auf einer Unterverzeichnisebene machen möchte, dann kann man die einzelnen Unterverzeichnisse bei Search Console anlegen und mit den internationalen Ausrichtungseinstellungen in Search Console, kann man dann die Länderzuordnung angeben pro Unterverzeichnis. Das heißt, man muss die einzelnen Länder
Verzeichnisse jeweils verifizieren und dann kann man das dort einstellen. Die Sprachvarianten muss man nicht separat einrichten. Die Einstellung in Search Console ist auf Länderebene. Wir haben ein großes Problem mit, irgendwo ist da noch ein bisschen Hintergrundgeräusch. Wir haben ein großes Problem mit Spam-Links in der Search Console. Man erkennt unter all den Spam-Links kaum noch die echten. Kann man da mit dem Disavow-Tool aufräumen. Häufig werden unsere Bilder mit einem Link auf uns eingebettet. Viele Spam-Seiten kann man aber auch gar nicht untersuchen, da sie echte Besucher blockieren. Haben wir Probleme im Ranking zu befürchten? Normalerweise hat man da keine Probleme im Ranking. Die meisten dieser Spam-Sites, die kennen wir eh, beziehungsweise die haben unsere Algorithmen eh schon, sag ich mal, untersucht. Und die Links von dort aus, die ignorieren wir auch. Mit dem Disavow-Tool kann man gezielt sagen, wenn man Links hat, wo man das Gefühl hat, vielleicht versteht Google das falsch oder vielleicht versteht nicht Google, wie das gemeint war oder vielleicht ist es eine ältere Sache, die man nicht mehr aufräumen kann, dann kann man mit der Disavow-Datei arbeiten. Die Sachen, die in der Disavow-Datei gemacht werden, die werden trotzdem in den Links und in Search Console dargestellt. Das heißt, wenn ich die größte Menge der Links vom Links-Report in der Disavow-Datei habe, dann bleibt diese Liste im Links-Report weiterhin. Ähnlich ist das mit No-Follow-Links. No-Follow-Links werden auch im Links-Report in Search Console dargestellt. Aufräumen kann man da eigentlich nur, indem dass man die Links vom Internet ganz entfernen lässt. In den meisten Fällen ist es ja so, dass man solche, sag ich mal, wilde, spammige Links einfach automatisch kriegt. Und da kann man ja nicht unbedingt aufräumen. Und dann muss man da die einfach irgendwie selber ignorieren. Was man natürlich machen kann, ist, dass man die Listen vom Links-Report jeweils herunterlädt und dass man da, sage ich mal, die Sachen selber rausfiltert, die man nicht unbedingt braucht. Die neuerliche Ankündigung im Webmaster Central Blog über die Review-Rich Snippets wirft einige Fragen bzw. Unklarheiten bezüglich der Anzeige von verschiedenen Systemen bezüglich der Bewertungssterne in den Suchergebnissen aus. Was bedeutet das konkret für diese verschiedenen gesammelten Bewertungen? Ja, also die Veränderung bezieht sich in erster Linie, also es sind glaube ich zwei oder drei Veränderungen, die da zusammengekommen sind, aber das, worauf ihr hierhin fragt, das ist in erster Linie bezieht sich das darauf, dass man Bewertungen für die eigene Organisation nicht auf der eigenen Website haben sollte. Beziehungsweise, dass sie einfach nicht dargestellt werden in den Suchergebnissen, wenn das der Fall ist. Es ist nicht so, dass wir das als ein Problem anschauen würden. Ihr könnt das weiterhin so machen, wenn ihr denkt, dass es Sinn macht für eure Benutzer. Wir zeigen einfach diese Bewertungssterne in den Suchergebnissen dann nicht an. Und dabei ist es egal, ob man die Bewertungen selber sammelt und einbindet in direkt eine HTML-Seite oder ob man irgendein Widget nimmt oder irgendein Script, um die Sterne zusammenzufassen und die einzubinden auf der eigenen Seite. Einfach im allgemeinen Fall, wenn man Bewertungen hat über die eigene Organisation, ob das jetzt ein Local Business ist oder irgendeine andere Art von Organisation, die bei schema.org unter Organization fällt. Wenn man solche Bewertungen hat und die auf der eigenen Website hat, dann zeigen wir die einfach nicht an. Wie gesagt, man kann das weiterhin verwenden. Es ist nicht so, dass wir sagen, diese Bewertungssysteme sind schlecht oder dass man denen nicht trauen sollte. Es ist einfach so, dass wir sie nicht darstellen in den Suchergebnissen. Und da war noch die Frage, ob es da möglicherweise Ausnahmen gibt für Google Partner oder so etwas. Und aus unserer Sicht versuchen wir, solche Anpassungen jeweils, sage ich mal, neutral zu machen. Das heißt,
dass wir da nicht spezielle Ausnahmen machen für eigene Google-Produkte. Ich weiß, auf der Ad-Seite haben sie ein bisschen andere Richtlinien, aber in der normalen, sag ich mal, organischen Google-Suche ist das an und für sich durchgehend so. Es ist zum Beispiel in anderen Bereichen ist es ähnlich, wenn man, sag ich mal, verschiedene Google-Produkte einbindet auf den Seiten und die Seiten werden langsam, dann machen wir da auch keine Ausnahme und sagen, Websites müssen schnell sein, außer wenn sie Google-Produkte verwenden, sondern wenn eure Seiten langsam sind aufgrund vom Einbinden von verschiedenen Google-Produkten, dann sind die Webseiten langsam. Dann machen wir da nicht spezielle Ausnahmen, nur weil ihr Google-Produkte verwendet, die sie langsam machen. Du, John, seit wann ist denn das so eigentlich? Ich habe jetzt gerade nicht so ganz zugehört. Ist das jetzt seit einer Woche erst, dass die Sterne nicht mehr angezeigt werden? Ich glaube, wir haben das Größenordnung vor einer Woche veröffentlicht und die Veränderungen da sind, sag ich mal, ich glaube, immer noch fortlaufend, dass das weiterhin ausgerollt wird. Ja, ich sehe gerade, alle Sterne sind eigentlich weg, jetzt nicht nur bei mir, auch bei der Konkurrenz. Ich musste das natürlich auch machen mit dem Local Business, weil die Konkurrenz das auch gemacht hat, ne? Also es ging gar nicht anders, aber es ist eine gute Entscheidung, weil es waren echt viel zu viele Sterne. Man hat ja nur noch Sterne gesehen irgendwie in der Suche, aber ja, ich sehe das gerade. Also Produktsterne kommen aber noch, ne? Für genau. Das Produkt. Okay, genau. Alles klar. Hm? Genau. Dann eine Frage zu Sitemaps. Relativ lange Frage. Ich habe das bei euch mal kurz kontrolliert vorher, zum Schauen, was da klemmt. Also grundsätzlich ist die Frage, dass man da eine Sitemap-Index-Datei hat und das sind verschiedene andere Sitemaps darunter. Und einige dieser Sitemaps wurden nicht separat aufgeführt, glaube ich, in Search Console. Beziehungsweise man sieht sie nicht separat im Index Coverage Report. Es ist so, dass wenn man nur einen Sitemap Index eingeführt hat bei Search Console, dann zeigen wir nur die Sitemap Index Datei in Index Coverage Report. Wenn einzelne Sitemaps separat eingeführt werden, dann zeigen wir die auch. Wenn man natürlich einzelne eingefügt hat und andere nicht, dann sieht man halt nur diesen Teil. Das ist mal die eine Sache. Ich habe auch gesehen, bei den Sitemap-Dateien, wie ihr sie einreicht, ist ein bisschen suboptimal. Das heißt, in der Sitemap-Index-Datei sieht das so aus, als ob alle Sitemaps kürzlich alle verändert worden sind. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass ihr irgendein Skript verwendet, um die Sitemap-Dateien automatisch zu erstellen und dass ihr da automatisch immer das neueste Veränderungsdatum nimmt, vom Erstellen dieser Sitemap-Datei. Hingegen sollte das Veränderungsdatum eigentlich dementsprechend, was in der Sitemap-Datei drin ist. Das heißt, wenn einzelne Seiten in einer Sitemap-Datei verändert worden sind, dann sollte dieses Datum dem entsprechen, nicht dem Erstellen der Datei selber. Das ist mal die eine Sache. Und in den Sitemap-Dateien, bei euch ist es so, dass ihr die URL angibt, aber kein Veränderungsdatum. Das heißt, ihr gebt, glaube ich, nur an, dass alle Dateien sich täglich verändern, aber ihr habt kein Datum pro einzelne Seite. Und das macht es für uns dann schwierig zu erkennen, wann wir diese Seiten neu crawlen müssen. Das heißt, ich würde, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, das Veränderungsdatum hineinnehmen, das Last Modification Date, anstelle von der Frequenz oder Priorität, wenn ihr das dabei habt. Mit dem Veränderungsdatum können wir viel mehr anfangen, als wenn ihr sagt, es verändert sich einfach alles täglich. Das ist mal die eine Sache. Das andere, was ich gesehen habe, ist, dass da irgendetwas klemmt mit euren Sitemap-Dateien. Seit, sag ich mal, Juli habt ihr da geschrieben. Ich habe gesehen, dass bei uns da irgendwas tatsächlich klemmt und ich leite das mal an das Sitemaps-Team noch weiter, damit sie da schauen können, wie man das beheben kann, dass das da ein bisschen besser funktioniert. Aber die anderen Sachen würde ich trotzdem mal anschauen auf eurer Seite. Das eine mit der Sitemap-Index-Datei, dass das Datum da richtig ist und das andere, dass in den Sitemap-Dateien selber, dass ihr da auch jeweils pro URL ein Datum dabei habt. Und das sollte auch nicht
einfach quasi das Datum vom Neuerstellen der HTML-Seite sein, sondern es sollte wirklich bezogen auf das Hauptinhaltsstück von dieser Seite. Das heißt, wenn ihr Produkte verkauft und es verändert sich irgendetwas mit diesem Produkt, dann macht es Sinn, das Enddatum zu verändern. Wenn hingegen ihr einfach diese Seite, sag ich mal, dynamisch erstellt und jedes Mal, wenn jemand die aufmacht, dann wird die neu quasi generiert, dann muss man das nicht als Änderungsdatum einfügen, weil das ist ja dann nicht etwas, was Google neu crawlen muss. Warum könnt ihr ein Disallow nicht auch noch als Noindex werten? Ja, warum? Das sind, sag ich mal, ältere Policy-Sachen, die schon seit langer Zeit so sind. Meines Wissens sind da immer wieder Diskussionen mit dem Team, dass wir da versuchen, dass eher in diese Richtung zu gehen. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, dass diese Seiten wirklich keinen Wert bringen, weil wir können sie ja nicht crawlen, aber wenn wir sehen, dass zum Beispiel wirklich wenig Links auf diese Seiten verweisen, dann muss man die ja gar nicht erst indexieren. In meisten Fällen ist das sowieso unproblematisch in dem Sinne, dass wenn eine URL einen Link, sag ich mal, intern hat und die per Robots.txt blockiert ist, dann würden wir die ja nicht vorschlagen in den normalen Suchergebnissen. Das heißt, wenn jemand nach einem Produkt von euch sucht, dann habt ihr ziemlich sicher normale Seiten bei euch im Shop, die oder auf der Website, die zu diesem Produkt passen. Und dann würden wir nicht vorschlagen, dass eine URL, die per Robots.txt blockiert ist, irgendwie relevant sein könnte. Wenn man hingegen eine Site-Abfrage macht und gezielt nach diesen blockierten URLs sucht, dann kann man die unter Umständen finden. Von dem her ist es etwas, was vielleicht mal SEOs manchmal sehen und denken, ah, das muss ich aufräumen. Vom Praktischen her ist es aber nicht etwas, was wirklich sichtbar ist. Und eines der Gründe, warum wir das überhaupt so am Anfang gemacht haben, ist, dass einige Websites blockieren Sachen per Robots.txt, die sie eigentlich schon indexiert haben möchten, wo sie einfach nicht wollen, dass Google diese Seiten crawlt. Manchmal sind das Inhalte, die einfach sehr aufwendig sind zum Erstellen, oder manchmal sind das einfach Inhalte, die aus irgendeinem Grund, vielleicht absichtlich oder unabsichtlich, per Robots.txt blockiert werden, die aber trotzdem sehr wichtig sind für den normalen Benutzer. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, unsere AdWords-Homepage, die war lange Zeit per Robots.txt blockiert, weil wir nicht wollten, dass da irgendwie die Crawlers sich da einloggen oder versuchen, diese Login-Seite zu holen. Aber Benutzer suchen natürlich nach dieser AdWords-Seite, und dann haben wir die auch gezeigt, obwohl die per Robots.txt blockiert war. Dann in der Property Brand Description, also das ist, glaube ich, bei schema.org, Daten werden HTML-Formatierungen ausgegeben. Das findet aufgrund des vorgefertigten Templates statt. Und dann noch ein Beispiel. Frage, escaped Google das oder führt das zum Ignorieren der Beschreibung? Ich weiß nicht genau, wo das dargestellt werden würde. Das heißt, ich glaube, in der normalen Websuche ist es ja so, dass wir das sowieso nicht so zeigen würden. Von dem her würde ich da mal überlegen, wofür ihr das eingebunden habt und wie das dort sichtbar wäre. Meines Wissens ist das etwas, was wir eigentlich nicht direkt in der Suche zeigen. Von dem her ist es wahrscheinlich egal, ob ihr da noch HTML dabei habt oder nicht. Ist das Good Relations Markup gültig und wird von Google interpretiert? Ich musste da erstmal ein bisschen nachforschen mit dieser Frage. Good Relations ist eine Art von RDFA-Markup. Ein großer Teil davon ist sehr ähnlich wie das von schema.org. Und die Sachen, die an und für sich gleich sind, die können wir natürlich direkt so verarbeiten. Sachen, die nicht passend sind zu schema.org oder die allgemein nicht zu den strukturierten Daten passen, die wir benötigen, die werden auf unserer Seite ignoriert. Wir empfehlen ja an und für sich jetzt auch die JSON-LD-Variante von schema.org zu verwenden. Und ich weiß nicht, ob es da überhaupt etwas Ähnliches gibt von Good Relations. Aber eben,
Normalerweise kann man die Sachen ja auch einfach mit dem Testing-Tool kurz anschauen, dann sieht man es relativ schnell, wird das erkannt oder wird das nicht mehr erkannt. Wir kategorisieren auf unserer Website zwei verschiedene Seitentypen, Content- und Videoseiten. Zurzeit kommt es vor, dass ein Keyword sowohl auf einer Content-Seite als auch auf einer Videoseite als Fokus behandelt wird. Das hat bei uns zu massiven Schwankungen in den Rankings geführt, weshalb wir in solchen Fällen das Video auf die Content-Seite gezogen haben. Was kann man da am besten machen? Grundsätzlich kann man das durchaus so machen, dass man zwei verschiedene Seiten zu einem Thema hat. Also ist nicht unbedingt so, dass wir das als negativ anschauen würden. Was dann einfach der Fall ist, ist, dass ihr halt, sag ich mal, ein bisschen gegeneinander konkurrenziert. Und wenn die Website sowieso relativ stark dasteht, dann ist es vielleicht weniger kritisch. Wenn man in einer starken Konkurrenzsituation dasteht mit vielen anderen Websites, die auch sehr gute Inhalte hat, dann möchte man wahrscheinlich eher, sag ich mal, eine starke Seite haben statt zwei mittelmäßige Seiten. Der Vorteil ein bisschen von einer eigenen Videoseite ist, dass wir die anschauen können und ganz klar erkennen können, dass es eine Videoseite ist, dass es eine klare Video-Playpage ist, dass wir die ganz normal in den Videosuchergebnissen auch zeigen können. Das macht unter Umständen Sinn. Wenn das Video irgendwo innerhalb einer längeren Seite ist, dann ist es für uns ein bisschen unklar, ob das jetzt eine Video-Landing-Page ist oder nicht. Und dann kann es sein, dass wir das als Video-Landing-Page anschauen mit einem Video-Snippet. Es kann auch sein, dass wir das ohne Video-Snippet darstellen in den Suchergebnissen. Und je nachdem, welche Art von Inhalte man hat, möchte man vielleicht mit Video oder ohne Video gesehen werden. Das heißt, mit einem Video kommen Benutzer natürlich eher und erwarten ein Video und wollen das Video anschauen. Wenn kein Video-Snippet dabei ist, kommen sie vielleicht eher und erwarten, sag ich mal, einen klaren Text, den sie durchlesen können. Und von dem her hängt das ein bisschen davon ab, was ihr effektiv haben wollt. Sind das Themen, die Benutzer anzieht, weil ihr ein gutes Video dazu habt? Oder sind das Themen, wo Benutzer eher einen Text erwarten? Und je nachdem kann man das dann natürlich auch ein bisschen steuern, dass man sagt, gut, ich nehme das Video separat raus, dann kann die Video-Landing-Page für solche direkt ranken, die nach dem Video suchen. Und meine Textseite ist an und für sich ganz klar eine normale Textseite. Oder man nimmt das zusammen und sagt, ich weiß nicht genau, wonach Benutzer suchen würden. Wir schauen mal, wie das klappt. Das sind an und für sich die beiden Varianten, die man da machen kann. Es ist nicht so, dass das eine oder andere besser ist. Es ist auch nicht so, dass das eine oder andere zu Ranking-Schwankungen führen wird. Das heißt, ich vermute, dass die Ranking-Schwankungen, die ihr da gesehen habt, sind eigentlich ganz normale Ranking-Schwankungen, also nicht bezogen auf, welche Inhalte wo vorhanden sind. Dann bezüglich den neuen Snippet-Einstellungen, Hintergründe zu den Änderungen bei der Snippet-Auszeichnung, zum Beispiel für Max Snippet. In welchen Fällen ratet ihr zu Änderungen? Grundsätzlich sind das Sachen, die ihr machen könnt. Also es ist nicht unbedingt etwas, wo wir sagen würden, so und so müsst ihr das machen. Ich denke gerade, wenn man als European Press Publisher angesehen wird, wenn man eine Website hat, die in diese Kategorie hineinfällt, dann sollte man sich schon überlegen, wie möchte man vorgehen. Möchte man, dass man bei einzelnen Seiten ein Textsnippet dabei hat? Möchte man einen beschränkten Textsnippet haben? Möchte man ein Bild Preview dabei haben oder nicht? Wie möchte man das mit Videos handhaben? Das sind Sachen, da kann man sich das überlegen. Ich denke, was interessant ist mit den Meta-Tags, ist, dass man das pro Seite separat auch einstellen kann. Das heißt, man kann das auch erstmal austesten mit verschiedenen Seiten oder Seitentypen mit unterschiedlichen Einstellungen und dann ein bisschen selber überlegen, macht das für mich Sinn oder macht das nicht für mich Sinn? Was wir ja auch manchmal hören, ist, dass
dass einzelne Websites das nicht gerne haben, wenn im Snippet zu viel steht, weil dann gehen Benutzer vielleicht nicht auf die Seite selber. Und so kann man das ein bisschen jetzt eher auch steuern und sagen, das ist die maximale Länge, das ist für mich okay. Und kann man auch mal ausprobieren, wie sich das entsprechend auswirkt auf den Traffic zur eigenen Website. Vom Ranking her verändert das überhaupt nichts. Es ist nur so, dass einzelne Elemente in den Suchergebnisseiten, die brauchen manchmal gewisse Vorbedingungen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich, sag ich mal, Recipe-Markup habe, dann können wir die als Rezept darstellen in den Suchergebnissen. Wenn man diesen Markup nicht hat, dann können wir die nicht als Rezept darstellen in den Suchergebnissen. Das ist ein bisschen das, wo man sich halt auch überlegen muss, wie möchte ich sichtbar sein in den Suchergebnissen. Ich denke, das Coole ist auch das mit dem Data No Snippet, wo man bestimmte Teile der Seite auch angeben kann und sagen kann, dieser Teil meiner Seite möchte ich nicht, dass das im Snippet dargestellt wird. Das geht noch eine Weile, bis das aktiv ist, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass es für eine oder andere auch interessant sein wird. Zwei Fragen. Im Oktober sollen die meisten News Publisher in der Schweiz eine Login-Pflicht für das Lesen von Inhalten einführen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Inwiefern kann bei Mobile ein solcher Overlay als interstitial interpretiert werden und eventuell zu einer Penalty führen? Das klingt schon mal sehr spannend. Ich weiß nicht, wie das effektiv umgesetzt wird. Von dem her ist schwierig für mich zu sagen, wie das quasi interpretiert wird auf unserer Seite. Also zu einem Penalty wird das wahrscheinlich nicht führen, also Penalty als manuelle Maßnahme, weil es ist ja nicht Web-Spam. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass je nachdem, wie das implementiert wird, dass es einfach schwierig für ist, die Inhalte effektiv zu sehen und dass wir die Inhalte dann gar nicht mehr indexieren können. Und wenn wir die Inhalte nicht mehr indexieren können, dann haben wir keine Inhalte zum Indexieren und dann ist es für uns vom Ranking her auch sehr problematisch. Das heißt, manuelle Maßnahmen, Penalties, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ein Thema ist, sondern dass es wirklich einfach um quasi die technische Umsetzung dass es da dann schwierig sein wird. Wenn einer von euch mehr zu diesem Thema weiß, würde ich da gerne von euch hören. Klingt wie eine aufregende Zeit. Die zweite Frage, wir sehen in Search Console Coverage Report eine hohe Anzahl an Soft 404. Wenn man diese einzeln testet, findet man heraus, dass URLs vollkommen in Ordnung sind und sogar indexiert werden, wenn man einen Indexierungsrequest macht. Handelt es sich in solchen Fällen um einen Report-Bug? Bug vielleicht oder nicht, schwierig zu sagen. Im Report sollte das eigentlich kein Bug sein, weil da werden effektiv die Sachen dargestellt, die wir als Soft 404 sehen. Es kann sein, dass wir gewisse Seiten als Soft 404 anschauen, die nicht eine 404-Seite sind. Das ist dann, sag ich mal, eher einfach das vom Indexierung her ein Problem. Wenn ihr das in einer größeren Menge seht, dann würde ich das gerne auch mal anschauen, damit ich das mit dem Team besprechen kann, ob man da irgendwas mit der Soft 404-Erkennung besser optimieren kann. Manchmal ist es so, dass wir Elemente auf einer Seite als Fehlermeldung anschauen und dass wir nicht sicher sind, ob da effektiv normale Inhalte noch dabei sind. Wenn man zum Beispiel einen temporären Serverfehler hatte und überall kommt jetzt ein JavaScript-Fehler oder ein PHP-Fehler direkt auf der Seite hier dazu, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das unter Umständen als Soft 404 einstufen würden, wenn wir die Inhalte gar nicht mehr sehen können. Und wenn man das später nochmal testet, dann geht das natürlich unproblematisch durch. Aber es klingt so, als ob das bei dir zumindest jetzt nicht der Fall ist. Und da würde ich auch gerne ein bisschen mehr dazu hören. Zeitlich sind wir knapp am Ende und sind immer noch recht viele Fragen da. Mal kurz schauen. Oder vielleicht machen wir es so, wenn einer von euch noch eine Frage hat, einen Kommentar, legt sonst einfach los.
Ja, ich hätte da noch was. Okay. Und zwar habe ich gelesen auf Twitter, dass es ein September Core Update gab. Vor 2 Tagen soll das wohl ausgerollt worden sein, vielleicht auch nur in Staaten. Kannst du ein bisschen was erzählen über Zielgruppe, Absicht, irgendwie so ein bisschen Insider-Informationen vielleicht zum Core Update, zum neuen? Insider-Informationen. Ich habe da eigentlich nicht groß Insider-Informationen. Normalerweise ist es so, dass solche Updates gehen nicht gezielt auf bestimmte Bereiche oder Sprachen oder Länder aus, sondern das sind eher allgemeine, sag ich mal, Algorithmus-Updates, die wir machen. Und von dem her gibt es nicht wahnsinnig viel, was man dazu sagen kann. Ja. Leider. Ich denke, auch in diesem Fall ist es ein bisschen unglücklich, weil gerade gleichzeitig die ganzen Snippet-Sachen noch rausgekommen sind, aber es arbeiten einfach viele Teams parallel an der Suche. Kannst du meine Frage vielleicht nochmal eben anschauen? Die habe ich auch in die Kommentare gesetzt. Die Frage mit den gleichen Links, Bild und Text. Oder sag sie doch nochmal kurz. Hat man Vorteile bei 2 gleichen Links, Bild und Text, auf Kategorienseiten zu Produktseiten? Rein logisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit höher, zu den Produkten zu gelangen oder nicht. Ich denke, da hat man keinen Vorteil. Wir sehen das als einen Link an. Wir können die Anchor-Text da zusammen verstehen, wenn da unterschiedliche Anchor-Text sind. Und dann ist das ein Link von einer Seite auf der Website zu einer anderen. Also nicht, dass man da große Vorteile hätte oder Nachteile. Okay, danke. Ich hätte noch eine Frage. Okay. Und zwar, wir sehen bei uns in News bei der Site-Up-Frage, werden die Snippet-Texte nicht mit ausgeliefert. Teilweise sehen wir, dass Links wie Privacy Center oder ähnliches von scheinbar Werbepartnern damit ausgespielt werden, die da eigentlich gar keinen Sinn machen. Oder es kommt eben gar nichts. Description werden in den Metadaten mitgeliefert, strukturierte Daten sind auch vorhanden und funktionieren, also zumindest wenn man sich die, also den entsprechenden Google-Tools vertraut. Was können wir tun? Normalerweise deutet das darauf hin, dass wir die Seiten nicht sauber lesen können. Was ich da vielleicht an erster Stelle mal kontrollieren würde, ist, ob der Titel jeweils stimmt oder ob der Titel auch falsch ist oder vielleicht nur die URL vorhanden ist. Wenn der Titel stimmt, dann können wir zumindest den Titel herauslesen. Dann ist es eher eine Frage, dass wir die Inhalte der Seite nicht sauber lesen konnten. Wenn das nur bei News ist oder bei, sag ich mal, sehr neuen Inhalten, dann würde ich mal überprüfen, ob von JavaScript her vielleicht irgendetwas noch dazwischen funkt, wenn die Seite zum Beispiel mit einem JavaScript-Framework erstellt wird und vom Rendering her das nicht so optimal klappt, dass wir das sauber und rechtzeitig genug rendern können, dann könnte es unter Umständen so sein, dass wir da den Titel haben von der HTML-Version und einfach die Inhalte gar nicht richtig lesen können. Wenn die später vorhanden sind in der Suche, dann deutet das schon eher in die Richtung hin, dass wir einfach mit dem Rendern vom quasi, wenn wir die Seite schnell anschauen müssen für News, dass wir da nicht richtig durchkommen. Und dass, wenn wir die ein bisschen, sag ich mal, gemütlicher anschauen können für die normale Websuche, dann kann man die dann doch rendern, dann können wir da die Inhalte lesen. Wenn all das bei dir nicht zutreffen sollte, würde ich da auch gerne die URLs mal sehen, damit ich das mit dem Team anschauen kann, um festzustellen, was da genau passiert. Am optimalsten einfach mit einem Screenshot und mit gewissen Suchen, wo du das gezielt auch darstellen kannst. Also das siehst du im Grunde, wenn du eingibst site:// zum Beispiel express.de in News, dann siehst du das eigentlich sofort. Also es betrifft in News sämtliche URLs, die, okay. Die ausgespielt werden. Okay, gut. Ja, nicht ganz alle, aber ja. Fast aber alle. Okay. Da, wo es ausgespielt wird, da siehst du halt teilweise so komische URLs, die quasi Beschreibung mit reinkommen, die da offensichtlich nichts zu suchen haben. Okay,
Kopiere ich das mir kurz als E-Mail noch, damit ich das habe. Okay. Dann noch eine kurze Frage, glaube ich, im Chat. Es zeigen sich in der Seitenabfrage eine unterschiedliche Anzahl von Seiten für die Abfrage von M. oder www-Seiten. Bei normalen Suchabfragen zeigen sich aber nur die M-Punkt-Ergebnisse. Woher kommen diese Unterschiede? Ich vermute, das ist eine Website, die separate Mobile URLs hat, wenn man ja M-Punkt-Ergebnisse hat und die jetzt neu auf Mobile First Indexing umgestellt ist oder umgestellt wurde. Und was mit Mobile First Indexing passiert, ist, dass wir als Canonical die M-Punkt-Variante nehmen und wir versuchen, die Verbindung zur www-Variante trotzdem zu erkennen, sodass wir in den Desktop-Suchergebnissen die www-Variante bringen können. In vielen Fällen klappt das, nicht immer. Und dass wir dann trotzdem die M-Punkt-Variante als Canonical anschauen. Und wenn man da gezielt nach dem sucht, dann sieht man manchmal solche Unterschiede. Wenn man auf der eigenen Website die Redirects eingerichtet hat, dass Desktop-Benutzer immer zur Desktop-Variante kommen, Mobile-Benutzer zur Mobile-Variante, dann spielt das eigentlich nicht groß eine Rolle. Das heißt, der Benutzer, wenn jemand auf Desktop ist und die M-Punkt-Variante anklickt, dann kommt man ja trotzdem noch zur www-Variante. Dann noch eine Frage zu Site Search bezüglich der Anzahl Ergebnissen, die da gezeigt werden. Das ist effektiv so, wenn ich eine Site-Abfrage mache, dann würde ich nicht die Anzahl nehmen, die da oben dargestellt wird, für irgendwelche diagnostische Gründe. Das heißt, nicht denken, dass das jetzt effektiv die Anzahl indexierter URLs ist, sondern das ist wirklich etwas, was auf Geschwindigkeit optimiert ist und das gibt dann manchmal eine sehr grobe Schätzung. Ich habe schon Fälle gesehen, wo das hundertfach in die eine oder die andere Richtung irgendwie unterschiedlich ist. Von dem her sieht man grob, ist das sehr viel oder ist das sehr wenig? Aber ich würde das nicht als etwas nehmen, um da quasi daraus Pläne zu machen oder zu sagen, wir haben jetzt mehr indexiert, wir haben das gut hingekriegt, sondern für solche Sachen würde ich immer Search Console direkt verwenden. Okay, machen wir vielleicht hier mal eine Pause. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank für die vielen Fragen. Die Sachen, die noch übrig geblieben sind, könnt ihr gerne noch weiterführen im nächsten Hangout, wenn das wiederkommt, oder natürlich einfach in die Hilfeforum dazukommen oder auf Twitter dürft ihr natürlich auch gerne fragen. Und dann versuchen wir da auch noch Lösungen hinzukriegen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Tschüss allerseits.